Herzlich willkommen zu einem Kurier-Sommergespräch. Heute mit Frau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich. Grüß Gott. Wir sind hier auf der Redlinger Hütte, eines Ihrer Lieblingsplätze. Ja, eines meiner Lieblingsplätze in meiner Heimatstadt Klosterneuburg, ein Platz zum Krafttanken. Das gibt das Gefühl von Urlaub. Waren Sie schon im Urlaub heuer? Ja, ich war mit meinem Mann schon 5 Tage auf Urlaub und bin jetzt da voller Tatendrang, um mich der Arbeit für Niederösterreich voll und ganz wieder zu widmen. Vor dem Urlaub haben Sie Österreich noch eine Normalitätsdebatte verpasst. Das heißt, Sie haben die Ansage gemacht, dass die ÖVP in Niederösterreich jetzt wieder mehr Politik für Normaldenkende machen will. Das hat eine irre Debatte ausgelöst. In ganz Österreich wird diskutiert, was sind Normaldenkende, wie geht man damit um? Was war eigentlich der Anlass, dass diese Debatte gestartet worden ist? Manche haben eine Begriffsdebatte daraus gemacht. Aber ich habe von Anfang an ganz klar gesagt, was mir wichtig ist und was mich stört. Und was mich stört, ist, wenn sich die Politik mehr mit Randthemen beschäftigt, als mit den zentralen Anliegen der Menschen. Habe von Anfang an gesagt, dass es mich stört, dass die linken Ränder und die rechten Ränder immer lauter werden und dadurch die breite Mitte eben überhört wird. Das heißt, mein Anliegen ist es, mich um die zentralen Themen der Menschen zu kümmern. Wie fragen, wie kann ich mir Eigentum schaffen, wie habe ich mein Auskommen mit dem Einkommen, wo kann ich meine Kinder zur Betreuung geben, wenn ich meinem Job nachgehen muss, wer hilft mir bei der Betreuung der älteren Menschen. Das sind die Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Und auf das sollten wir uns alle voll und ganz konzentrieren. Manche haben diese Debatte so hingedeutet, als wie wenn jetzt Randgruppen ausgeschlossen werden. Gerade das Gegenteil ist der Fall, denn gerade die breite Mitte versucht immer einen sozialen Konsens, einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Leben und leben lassen ist die Devise, aufeinander zugehen und nicht ausgrenzen. Andere grenzen aus, die breite Mitte der Gesellschaft nicht. Allerdings hat sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele darauf Bezug genommen und das eigentlich schwer kritisiert. Ja, der Herr Bundespräsident hat hier politische Parteien kritisiert, außer die Grüne Partei. Und da vermisse ich etwas die Unabhängigkeit des Herrn Bundespräsidenten. Wie ist überhaupt das Verhältnis zum Bundespräsidenten? Weil bei der Angelobung auf Schwarz-Blau in Niederösterreich hat es von mir eine Rüge gegeben. Bei Schwarz-Blau in Salzburg hat man nichts davon gehört, also nicht so stark. In der Regel habe ich mit dem Herrn Bundespräsidenten ein sehr gutes Einvernehmen, aber ich vermisse natürlich auch einmal seinen Hinweis, wenn es um die Klimakleber geht oder generell um die Positionierung der Grünen. Auch hier könnte einmal ein ganz klares Wort gesprochen werden, wenn es hier um die Klimakleber geht, die letztendlich Chaos anrichten. Und ich denke, auch hier sollte sich der Herr Bundespräsident einmal äußern. Die Klimakleber sind für Sie auch eine radikale Gruppe. Ja, schauen wir uns an. Das sind jene, die vor allem die Menschen davon abhalten, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen beziehungsweise rechtzeitig in Urlaub zu fahren. Und das sind Dinge, die die Menschen einfach nicht verstehen. Das heißt, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes radikal Chaoten. Und ich erwarte mir, dass es hier endlich härtere Strafen gibt. Denn ja, Klimaschutz ist wichtig, aber Klimaschutz braucht letztendlich auch Vertrauen seitens der Bevölkerung. Da braucht es hier die Handreichung zwischen der Politik und der Gesellschaft. Und das vermisse ich. Das heißt, hier erreichen die Klimakleber das Gegenteil. Hier wird nicht Vertrauen geschaffen und auch keine Allianzen gebildet. Aber von der Justizministerin erwarten Sie praktisch, dass hier endlich neue Rahmenbedingungen gesetzt werden, gesetzliche? Ja, ich erwarte hier von Justizministerin Alma Zadic ganz klare Haltung und vor allem auch eine Veränderung des Gesetzes. Das heißt, es braucht hier härtere Strafen für Klimakleber. Ich komme nochmal zur Normalitätsdebatte. Es hat da nicht nur Kritik des Bundespräsidenten gegeben, sondern auch von Ihrem Parteikollegen Ottmar Karas, Vizepräsident im EU-Parlament, der sich der Meinung von Alexander Van der Bellen angeschlossen hat. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, die Aufgabe von Ottmar Karas ist klar, sich auf die europäische Ebene zu konzentrieren.
dort darauf zu schauen, dass eben nicht Gebote und Verbote überhand nehmen, sondern dass vor allem die Europäische Union sich auch um die zentralen Themen kümmert, nämlich um Sicherheit, Friede und vor allem auch Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Das wäre seine Aufgabe. Und da passiert zu wenig auf EU-Ebene. Ja, generell braucht es hier eine Richtungsänderung auf europäischer Ebene. Denn was erleben wir die letzten Jahre? Dass es immer mehr Gebote und Verbote gibt. Wir brauchen aber keine Europäische Union der Gebote und Verbote, sondern wir brauchen eine Europäische Union der Subsidiarität. Wir brauchen eine Europäische Union, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Sie haben ja auch im Rahmen vom Europaforum Wachau diese Kritik an der EU geäußert. Und es ist Ihnen eigentlich von manchen ausgelegt worden, als wie wenn die ÖVP ihre Linie ändert und plötzlich EU-kritisch ist. Gerade weil ich Pro-Europäerin bin, gerade weil mir die Europäische Union so wichtig ist, ist mir vor allem die Richtungsänderung der Europäischen Union auch wichtig. Und das müssen die Menschen auch wissen. Kommen wir zu einer anderen Debatte, die auch über Vorschriften ausgelöst worden ist, die in Niederösterreich ab dieser Woche schlagend werden. Sie haben neue Regeln für das Gendern bei Texten, behördlichen Texten ausgegeben. Warum? Ja, ich kenne natürlich diese Debatte. Für die einen heißt es Genderwahn, das ist viel zu viel. Für die anderen heißt es Wahnsinn, da will jemand Genderregeln, das Gendern verbieten. Beides halte ich für maßlos übertrieben. Und generell, was das Genderverbot betrifft, das gibt es gar nicht. Denn das Land Niederösterreich hält sich seit Jahren an das Gendern, nämlich mit Hausverstand. Das heißt, jetzt geht es darum, diese Empfehlungen der Institution des Rates der deutschen Rechtschreibung hier verbindlich zu machen für die Amtssprache, sprich für die Verwaltung. Warum ist das so wichtig? Weil es so viele unterschiedliche Schreibweisen gibt, wo es jetzt einfach ganz klares Regulativ gibt. Und das ist ein ganz pragmatischer Zugang. Wir halten uns an den Rat der deutschen Rechtschreibung, denen vor allem eine verständliche Sprache wichtig ist. Das heißt, die Regulative sind nicht von uns, diese Regulative sind vom Rat der deutschen Sprache. Das heißt, ein pragmatischer Zugang, und ich denke, es sind auch alle anderen gut beraten, sich daran zu halten. Justizministerin Alma Zadic von den Grünen hat auch einen eigenen Zugang gewählt. Sie hat jetzt einmal einen Gesetzestext herausgegeben, wo eigentlich nur noch die weibliche Form verwendet wird, also nicht mehr weiblich und männlich in einem Gesetzestext. Was sagen Sie dazu? Schauen Sie, wir haben die Empfehlungen des Rates der deutschen Rechtschreibung jetzt festgehalten in der Kanzleiordnung, verbindlich für die Beamtenschaft in der niederösterreichischen Landesverwaltung. Für mich ist die Debatte abgehakt. Und ich denke, dass die Frau Justizministerin Zadic hier Wichtigeres zu tun hätte, eben wie härtere Strafen gegenüber den Klimaklebern. Die Normalitätsdebatte sagt auch, die radikalen Ränder links und rechts, eine Absage an diese Ränder. Wo ordnen Sie da den FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ein? Immerhin hat Ihre Partei auf Bundesebene, haben sich ziemlich alle Regierungsmitglieder gegen ihn gestellt, gegen eine mögliche Koalition mit Herbert Kickl. Ich glaube, das ist klar, wo Herbert Kickl steht, nämlich am rechten Rand. Und was sagen Sie dazu, dass man eigentlich nicht mit ihm koalieren will? Immerhin, Sie haben in Niederösterreich eine schwarz-blaue Koalition, wo ja die FPÖ Niederösterreich eigentlich die treueste FPÖ, die Kickl-treueste FPÖ gilt. Sie wissen, dass ich unmittelbar nach der Landtagswahl auf den Drittgereihten zugegangen bin, nämlich auf die SPÖ. Und ich wollte eine Zusammenarbeit mit der SPÖ. Aber aufgrund dieses kompromisslosen Verhaltens der SPÖ kam es hier zu keiner Zusammenarbeit, sondern zu einer Zusammenarbeit mit der FPÖ. Und im Blick zurück der letzten Monate kann ich sagen, ja, diese Zusammenarbeit funktioniert professionell und friktionsfrei. Wie der Herr Bundeskanzler Karl Nehammer das jetzt mit der FPÖ hält, hat er ganz klar ausgedrückt. Und wer mich kennt, weiß, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit dem Herrn Bundeskanzler. Ich vertraue ihm, was die Arbeit betrifft, aber vor allem auch, was seine Einschätzungen betrifft. Es ist ja auch so, man hat mit der FPÖ einige Beschlüsse gefasst, die für Aufsehen gesorgt haben. Da kommt der Corona-Fonds, das Gendern und so weiter.
Werden Sie da von der FPÖ getrieben? Sie wissen, dass es hier ein Arbeitsprogramm gibt, das über 200 Punkte umfasst. Und die von Ihnen angesprochenen Punkte gehören dazu. Aber klar ist, all diese Maßnahmen werden von allen getragen. Und mir persönlich war es wichtig, dass wir diesen Corona-Fonds letztendlich auch auf den Weg bringen, um eben hier diese Gräben, die in den letzten Jahren entstanden sind, zu schließen. Ich sehe darin eine ganz große Chance, wo vor allem jene davon profitieren sollen, die sich während der Pandemie an all die Vorschriften gehalten haben. Das heißt, dieser Corona-Fonds ist so aufgesetzt, dass maximal 1% dafür verwendet werden, um eben Strafzahlungen zurückzuzahlen, wie verfassungsgerichtlich eben aufgehoben worden sind. Und 99% des gesamten Fonds sind vor allem für psychische Erkrankungen hier finanziell zu unterstützen oder vor allem auch für Sportvereine, die hier Angebote geschnürt haben, um eben die Kinder und die Jugendlichen wieder zusammenzubringen, diesen sozialen Zusammenhalt zu stärken oder vor allem auch für Schulen, um eben gewisse Initiativen und Aktivitäten auch nachzuholen, die letztendlich zu kurz gekommen sind während der Pandemie. Das heißt, ein Corona-Fonds, wo wirklich die breite Mehrheit gewinnen kann, wo sich hier alle letztendlich Geld abholen können. Das heißt, man hat sich da schon gemeinsam geeinigt, also das waren nicht nur die Forderungen der FPÖ. Nein, das war mir persönlich sehr wichtig, dass wir diesen Corona-Fonds auf den Weg bringen. Hört, es soll auch bei der Wohnbauförderung sollen neue Richtlinien herauskommen. Und ein Punkt ist, dass Deutsch als Voraussetzung ist, um Wohnbauförderung zu erhalten. Bis jetzt gibt es das, glaube ich, ja nur im Bundesland Oberösterreich. Was hat man da vor? Ich glaube, das Thema Wohnbauförderung ist ein ganz zentrales Thema, nicht nur für Niederösterreich, sondern auch für alle anderen Bundesländer. Aufgrund der Zinsentwicklung ist es notwendig, hier die Wohnbauförderung neu aufzustellen. Und das tun wir hier bei uns in Niederösterreich. Auch in der Vergangenheit haben gewisse Integrationskriterien bereits Berücksichtigung gefunden bei einem Zuspruch einer Wohnbeförderung. Wir wollen das näher definieren bei dem Aufstellen der neuen Wohnbeförderung, wo es darum geht, ein ganz klares Sprachniveau zu definieren. Warum ist mir die Sprache so wichtig, auch im Bereich der Wohnbeförderung? Weil die Sprache natürlich der zentrale Schlüssel für die Integration ist. Also Sprache, reden wir von Deutsch. Und nimmt man da die Regeln aus Oberösterreich her, wo bestimmte Prüfungen beim Integrationsfonds herangezogen werden, um eine Wohnbauförderung zu erhalten? Ja, selbstverständlich werden wir hier auch die Empfehlungen von Oberösterreich entgegennehmen, also auch natürlich auch Rücksprache halten mit dem Integrationsfonds, wo es hier auch ganz klare Regulative gibt. Ja. Wenn wir schon bei der Wohnbauförderung sind, Sie haben angesprochen zuvor das Eigentum. Es gibt seit längerer Zeit das große Problem, dass sich die jungen Menschen fast kein Eigentum schaffen können, auch wegen der strengen Kreditregeln, die von der FMA vorgegeben werden. Sie haben die FMA immer schwer kritisiert. Anscheinend scheint sich da nichts zu bewegen. Ja, das Thema Schaffung von Eigentum ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und das zeigen ja auch alle Umfragen. Eine Umfrage von Ö3, wo 93% der Jugendlichen den Wunsch haben, sich Eigentum zu schaffen. Und ich sehe die Aufgabe der Politik, diese Träume der jungen Menschen auch Realität werden zu lassen. Und deswegen werde ich alles tun, damit vor allem die Schaffung von Eigentum nicht erschwert wird, sondern vor allem auch erleichtert wird. Und deswegen werde ich auch weiterhin den Druck aufrechterhalten, was die FMA betrifft, dass hier die Kreditlinien gelockert werden. Denn es hat hier keiner Verständnis dafür, wenn es hier nur eine Ausfallsquote der Kreditrückzahlung der Privatkrediten von 0,1% gibt, dass es hier so strenge Regulative gibt. Das heißt, das Management seitens der FMA, die offensichtlich im Elfenbeinturm sitzt und die den Bezug zur Realität verloren hat, ist hier gefordert, dieses Regulativ zurückzunehmen bzw. abzuändern, hier diese Kreditaufnahme für junge Menschen nicht zu erschweren, sondern zu erleichtern. Aber selbstverständlich gilt es auch hier seitens der Bundesregierung, das eine oder andere umzusetzen. Und ich denke, da kann man an den verschiedenen Schrauben drehen, um vor allem hier zu helfen, beim Ersterwerb von Eigentum finanziell zu unterstützen. Ich denke daran, dass man hier
eben verzichten kann auf die Eintragungsgebühr im Grundbuch oder auch bei der Eintragung des Pfandrechtes im Grundbuch und vor allem auch auf die Grunderwerbsteuer, die bei 3,5% liegt. Ich denke, der Staat muss nicht unbedingt verdienen beim Ersterwerb von Eigentum eines Hauses oder einer Wohnung. Ich denke, damit könnte die Bundesregierung die jungen Familien, jungen Menschen unterstützen, leichter zu Eigentum zu kommen. Und ist auch daran gedacht, also eigentlich, wenn sich die FMA nicht bewegt, dann müsste eigentlich der Gesetzgeber eingreifen, oder? Ja, ich denke, dass das jetzt gerade geprüft wird, auch von dem Herrn Finanzminister. Und auch wir seitens des Landes sind hier bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir wissen, dass hier ein Eigenmittelanteil von 20% bei der Kreditaufnahme erforderlich ist. Wir machen den Vorschlag, dass wir 5% an Haftungen übernehmen, damit nur 15% an Eigenmittel notwendig sind. Das heißt, unser Angebot steht. Die FMA muss nur Ja dazu sagen. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten. Ja. Finanzminister ist ein gutes Stichwort. Es sollen im Herbst die Verhandlungen über den Finanzausgleich abgeschlossen werden. Verbunden damit ist in allen Aussagen eine große Gesundheitsreform. Was erwarten Sie sich? Ja, zum Ersten ist es mir wichtig zu sagen, dass wir den Finanzausgleich nicht fortschreiben werden, sondern dass es hier eine Veränderung des Verteilungsschlüssels braucht. Warum braucht es hier eine Änderung des Verteilungsschlüssels? Weil natürlich die Aufgaben für die Länder, also auch die Gemeinden, mehr geworden sind. Und mehr Aufgaben heißt natürlich auch mehr Aufwendungen. Das heißt, wir wollen hier nicht im Bund Geld aus der Tasche ziehen, sondern diese Mehraufwendungen abgegolten wissen. Um was geht's? Sie haben es angesprochen. In erster Linie geht es um die Gesundheitsversorgung, geht es um das Thema Pflege, geht es um Elementarpädagogik. Das heißt, alles Bereiche, die in den letzten Jahren mehr Geld gebraucht haben und das soll ausgeglichen werden. Und ich denke, zwei Dinge sind hier auch wichtig beim Finanzausgleich. Das ist zum Ersten, was die Studienplätze betrifft. Wir müssen endlich einen Riegel vorschieben bei den deutschen Studierenden, nämlich mit dem Numerus Clausus. Keiner hat hier Verständnis bei einem großen Ärztemangel, dass hier noch immer Numerus Clausus Flüchtlinge bei uns studieren dürfen. Hier gibt es ein Gutachten von Professor Obwexer, einem Europarechtsexperten, der hier aufzeigt, wie man diesen Riegel vorschieben kann. Und ich denke, dieses Hebel sollte sich die Bundesregierung letztendlich auch bedienen. Denn Fakt ist, dass in etwa 35% der Medizinstudenten aus dem Ausland kommen und 3/4 davon unmittelbar nach dem Studium oder kurz nach Beendigung das Land wieder verlassen und das bei Kosten von 390.000 Euro, wo es doch viele Studienanwärter seitens Österreich gibt, die hier dringend einen Studienplatz gerne möchten. Und es werden dann Menschen, die ausgebildet werden und bei uns letztendlich auch bleiben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir klären sollten im Rahmen des Finanzausgleiches. Und zum Zweiten eben die Kassenarztstellen direkt in den ländlichen Regionen. Ich denke, da kann das Modell Klimabonus gutes Vorbild sein. Das heißt, je weiter die Arztordination vom urbanen Raum ist, umso höher die Kassentarife und damit auch die Attraktivität wird dadurch auch gesteigert und mehr Ärzte kommen in die ländliche Region. Also da ich denke, es sind zwei Punkte, die wichtig sind. Da müssen sich die Gebietskrankenkasse praktisch bewegen, ja, indem sie ein neues Tarifsystem einführt. Ein weiterer Punkt, Sie haben es vorher angesprochen, das gute Verhältnis zum Kanzler. Zuletzt ist aber schon aufgefallen, dass Sie auch von der Regierung, die noch über ein Jahr, also knapp über ein Jahr im Amt ist, mehr Tempo fordern. Da gibt es zum Beispiel den Energiekostenzuschuss, der zweite für die Unternehmen, der schon zugesagt ist, schon lange, aber noch immer keine Richtlinien da sind. Da gibt es auch Maßnahmen, Pendlerpauschale und so weiter. Arbeitet Ihnen da die Bundesregierung zu langsam? Ein gutes Verhältnis mit dem Bundeskanzler zu haben, heißt nicht, dass man Stellung bezieht oder Kritik übt an der Arbeit der Bundesregierung oder am Tempo. Ja, ich denke, die Bundesregierung hat in den letzten Jahren viel geschaffen und ist auch angehalten, auch weiterhin
bis Ende der Legislaturperiode zu arbeiten, denn da gibt es viel zu tun, nämlich die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, als auch die Wettbewerbsbedingungen. Was Sie angesprochen haben, ist die Pendlerpauschale. Ja, ich denke, das ist zu überlegen, diese erhöhte Pendlerpauschale wieder einzuführen, denn gerade die Distanzen in Niederösterreich vom Wohnort zum Arbeitsplatz sind für die Menschen nicht geringer geworden. Da hat eigentlich vor allem, glaube ich, die Verkehrsministerin etwas dagegen, die Frau Leonore Gewessler, weil sie natürlich immer alles, was in Richtung Auto geht, nicht sehr gerne in ihrem Programm sieht. Ja, die Frau Bundesminister Gewessler lebt in Wien, wo man alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewerkstelligen kann. Aber in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich braucht es beides. Braucht es sowohl das Auto als auch den öffentlichen Verkehr und deswegen auch die Bemühungen seitens Niederösterreich, sowohl den öffentlichen Verkehr als auch die Straßen auch weiterhin auszubauen. Es braucht beides. Ich lade Sie ein, gerne mal von Gmünd in Richtung Wien zu fahren, um eben am Arbeitsplatz zu kommen, wie lange Sie hier braucht. Da braucht es beides. Und zum Energiekostenzuschuss. Es ist ja so, dass es wurden zuletzt Wirtschaftsbarometer veröffentlicht, dass die Stimmung in der Industrie und in der Wirtschaft nicht so rosig ist. Also man erwartet sich eigentlich einen schwierigen Herbst und ein schwieriges kommendes Jahr. Ja, die Wirtschaft hat sich bis jetzt wacker geschlagen, aber ja, ich verstehe natürlich diese Sorgen in Richtung Zukunft. Und deswegen braucht es auch diesen Energiekostenzuschuss 2, der ja im Dezember bereits versprochen worden ist. Mittlerweile ist mehr als ein halbes Jahr vergangen und es gibt keine Richtlinien und es gibt noch kein Geld am Konto. Gerade diesen Energiekostenzuschuss 2 brauchen nicht nur die Klein- und Mittelbetriebe, sondern vor allem die exportorientierten Unternehmen, die hier Liquiditätsengpässe haben, aber vor allem auch Wettbewerbsnachteile. Warum? Weil es natürlich Staaten gibt, wo die exportorientierten Unternehmen wesentlich billigere Energiekosten haben, somit billiger produzieren können und somit hat unsere Industrie einen Wettbewerbsnachteil und deswegen braucht es hier ganz dringend diesen Energiekostenzuschuss 2. Ich komme noch zu einem anderen Thema, das auch politisch den Sommer etwas beherrscht hat. Das ist die Rolle von Gemeindepräsident Alfred Riedl, der mit seinen Immobilienprojekten und Grundstückskäufen das auf sehr viel Kritik gestoßen ist. Wie geht das Land, wie gehen Sie als Landeshauptmann damit um? Ja, ich denke, dass jetzt die richtigen Schritte eingeleitet worden sind, indem es eine Überprüfung seitens der Bezirkshauptmannschaft gibt, ob diese Beschlüsse seitens des Gemeinderates auch rechtskonform beschlossen worden sind. Und darüber hinaus hat Landesrat Ludwig Schlaritzko den Auftrag gegeben, dass vor allem auch das Gemeindereferat alle Grundstückkäufe und Verkäufe seitens der Gemeinde Grafenwörth überprüft und das auf die letzten 15 Jahre hinweg. Und ich denke, das sind zwei richtige Schritte, die hier gesetzt worden sind. Was mir aber auch in dieser Situation wichtig ist, dass es hier vor allem nicht zu einer Generalverurteilung aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kommt, denn die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, egal welcher politischen Partei sie angehören, leisten direkt vor Ort wirklich gute Arbeit. Und gerade die Gesellschaft, aber auch die Demokratie braucht viele Frauen und Männer, die sich engagieren direkt vor Ort in den Vereinen und in der Politik. Und deswegen würde ich so eine Generalpauschalverurteilung aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für schlecht finden, denn wir brauchen sie, die sich engagieren. Ich meine, es ist ja auch die Debatte, ist es rechtlich korrekt, was höchstwahrscheinlich sein wird, ist es politisch korrekt, so zu handeln? Die wird sich ja auch die Partei stellen müssen, oder? Ja, selbstverständlich, die Optik ist schlecht, ja sogar sehr schlecht, aber jetzt gilt es einmal, die Prüfberichte abzuwarten. Gilt es auch, was ja zuletzt immer diskutiert worden ist, bei der Raumordnung und bei der Flächenwidmung irgendwelche neuen Regeln einzuführen? Ich denke, dass da die einzelnen Bundesländer gut aufgestellt sind, denn die Raumordnungskompetenz liegt bei den Ländern. Das heißt, die Länder legen den Rahmen fest und die Gemeinden haben sich dann innerhalb dieses Rahmens zu bewegen. Und die Gemeinden sind es, die dann entscheiden, wo wird was gewidmet, wo entsteht etwas. Das heißt,
Die Gemeinden wissen einfach am besten, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Das heißt, wo soll es Wohngebiet geben, wo soll es Gewerbegebiet geben, Industriegebiet geben. Und ich denke, da wissen die Gemeinden sehr wohl, in welche Richtung und wo was entstehen soll. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage grundsätzlich zur Politik. Also Sie waren immer eine Verfechterin einer Miteinanderpolitik. Sie sind damals angetreten, weil Sie sagen, man muss eigentlich schauen, dass man alle einbindet und so kann man gemeinsam etwas für das Bundesland, für die Republik leisten. Jetzt nach der Wahl ist es neu, man muss Kante zeigen. Was hat sich geändert? Haben sich die Parteien geändert? Hat sich die politische Landschaft geändert, dass man sagt, okay, hat nicht funktioniert, alle einzubinden? Ja, ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Schauen wir zurück in die letzten 2-3 Jahre, wo wir merken, dass gerade die Ränder sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite immer lauter werden und die breite Mitte eben das Gefühl hat, überhört zu werden oder nicht gehört zu werden. Und deswegen ist es mein Ziel, dieser breiten Mehrheit der Bevölkerung, der schweigenden Mehrheit, auch eine Stimme zu geben und vor allem immer dann das Wort zu ergreifen, wenn es um deren Anliegen und um deren Interesse geht. Das schließt aber nicht aus, dass ich weiterhin dieses Miteinander auch leben möchte. Das heißt, meine Hand ist immer ausgestreckt, wenn es hier um die Zusammenarbeit geht, egal ob mit der europäischen Ebene, mit der Bundesebene oder mit allen politischen Parteien. Auch in Richtung SPÖ im Land, weil da noch für sich merkt man eigentlich mehr an eigentlich nur Differenzen, wenn man die verschiedenen Presseaussendungen liest und so weiter. Ja, selbstverständlich soll und gibt es hier auch eine Zusammenarbeit in einer Proporzregierung, wo alle politischen Parteien entsprechend Mehrheitsverhältnisse vertreten sind. In diesem Fall eben ÖVP 4 Regierungsmitglieder, FPÖ 3, als auch die SPÖ mit 2. Das heißt, ja, da gibt es eine Regierungsverantwortung seitens der SPÖ und die muss auch wahrgenommen werden. Wie schaut die Situation derzeit aus? Das ist mit der SPÖ, mit der Frau Landesrätin Königsberger-Ludwig, meines Erachtens eine gute Zusammenarbeit gibt, dass sie interessiert ist, sie parteiübergreifend hier zusammenzuarbeiten. Beim Kollegen Sven Hergovich vermisse ich das, denn er ist offensichtlich momentan nur interessiert an schnellen Schlagzeilen, aber nicht wirklich an einer guten Zusammenarbeit. Aber ich lade ihn ein, hier zusammenzuarbeiten und auch da hätte er eine wichtige Rolle, gerade wenn es um das Thema Schaffung von Eigentum geht, denn er ist für Baurecht zuständig und auch da sollte man einmal genau schauen, an welchen Schrauben muss man hier drehen, um hier auch Erleichterungen zu ermöglichen, damit das Bauen und das Wohnen auch billiger wird. Also da werden Sie ihn fordern, speziell als Mitglied. Selbstverständlich. Frau Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist mit ihm diesbezüglich im Kontakt. Frau Landeshauptfrau, danke für das Sommergespräch. Danke, alles Gute. Und Ihnen danke fürs Zusehen.